Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am ausklingenden Weiberfastnacht. Wir haben eine freie und offene Runde, offene Sendung. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Michaela. Und ja, hallo. Michaela, und du bist 28. Ja, genau. Ich bin 28 Jahre alt. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und ja, mein Problem ist, ich bin adoptiert worden und ich habe jetzt durch das schöne Internet meine leibliche Mutter wieder getroffen. Und er hat gesagt, sie hat mich wieder getroffen. Und mein Problem ist, sie möchte sich gerne mit mir treffen. Moment, durch das Internet hast du deine Mutter, hast du sie gezielt gesucht? Nee, also ich habe sie gar nicht gesucht, sie hat mich gesucht. Ach, sie hat dich gesucht und sie hat dich gefunden übers Internet. Ja, genau. Man muss dazu sagen, also wir haben uns schon mal vor 10 Jahren getroffen. Ja. Also wir kennen uns auch, aber sind dann wieder 10 Jahre ins Land gegangen. Also wir haben uns dann wieder aus den Augen verloren. Und ja, jetzt ist es halt so, mittlerweile bin ich selber Mutter von 2 Kindern. Die leben leider nicht mehr bei mir im Moment. Ja. Und ja, mein Problem ist jetzt halt, sie möchte gerne mich treffen. Ich möchte das auch, aber ich habe Angst, dass ich vielleicht von ihr zu viel erwarte. Wenn du dich vor 10 Jahren schon mal mit ihr getroffen hast, da warst du ja auch schon eine erwachsene junge Frau. Ja, 18 gerade. Genau. War das damals ein einmaliger Kontakt? Nein, also ich habe ein halbes Jahr ungefähr mit ihr in einem Haus gewohnt. Ach so. Das heißt, es wurde ganz viel gesprochen miteinander und ganz viel ausgetauscht. Ja, und warum ist der Kontakt dann wieder eingeschlafen? Ja, weil ich einfach noch, ich war noch nicht so reif, um das alles zu verarbeiten. Und Was ist denn das alles? Was ist das? Ja, ich bin halt adoptiert worden und die Adoption war auch nicht so, wie man sich das wünscht als Kind. Also ja, es war halt so, es wäre im Heim vielleicht sogar besser gewesen. Und ja. Und na gut, aber das war ja dann deine leibliche Mutter. Warum war das dann alles zu viel für dich mit ihr dann noch weiter? Ja, es waren halt 18 Jahre, die man aufholen wollte, die dann aber einfach irgendwie ach so, nicht so machbar waren. Ach so, aber diese Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, war die okay oder hinterher auch schwierig? Die war schon okay, aber ich bin dann einfach irgendwann gegangen, weil ich einfach abgehauen bin. Also ich konnte es dann nicht mehr. Ich hatte dann auch einfach Angst, mich auszubreiten. Ich wollte einfach mein Leben so leben, wie ich es wollte. Und hast du dich von ihr irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt, oder? Nein, sage ich jetzt mal. Also es war halt schon sehr schwierig, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Es sind ja so viele Jahre und ich habe ihr auch ein bisschen die Schuld daran gegeben. Weswegen hat sie dich denn damals abgegeben? Ja, das weiß ich nicht so genau. Es sind wohl viele Sachen gewesen und sie hat auch immer wieder versucht, mich wohl nach Hause zu holen, was dann aber wohl nicht so geklappt hat. Und also ja, es gibt keinen einen konkreten Grund, weswegen sie damals die kleine Michaela weggegeben hat? Ich glaube nicht. Du weißt es nicht genau. Nee. Vor 10 Jahren, als das dann auseinandergegangen ist, du bist gegangen. Genau. Und dann war wirklich Sendepause. Ja, dann war Schluss. Wirklich Sendepause. Dann hat auch keiner mehr versucht, den anderen irgendwie zu erreichen. Nein. War sie sauer, dass du gegangen bist? Ja, ich hab sie schon, glaube ich, sehr enttäuscht. Also sie hat es auch eine Lebensgefährtin schon seit Jahren, auch damals schon. Und ja, da habe ich nicht so einen guten Eindruck, glaube ich, hinterlassen. Also ich habe da auch ein bisschen Mist gebaut, muss ich dazu sagen. Also ich habe die Wohnung einfach so hinterlassen. Ich habe mich nicht um Räumung gekümmert. Ich habe mich nicht um, dass die Möbel wegkommen oder so. Ich bin einfach gegangen. Und ach so, und da war sie irgendwie vielleicht auch ein bisschen sauer? Ja, ich denke, es ist ja auch gesagt, okay, dann will ich jetzt auch erstmal. Aber dennoch hat sie jetzt nach 10 Jahren wieder angefangen zu suchen und hat dich gefunden. Genau. So, und jetzt möchte sie dich gerne treffen. Genau, also so wie es aussieht, sogar am Mittwoch schon. Am Mittwoch schon? Ja, und Vor was hast du konkret Angst? Ich habe Angst, zu viel zu erwarten, weil halt meine Adoptivmutter, die kümmert sich auch nicht so um mich, wie es ist. Also ich bin ja immerhin zweifache Mutter. Also dass du zu viel von ihr erwartest? Ja, also ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich sie dann vielleicht doch unter Druck setze, dass sie denkt,
sie muss irgendwie was machen oder dass sie, ja, ich weiß es nicht. Ich hab halt ja, aber das könntest du auch insofern lösen, indem du dir einfach für dich so Gedanken machst, was will ich von ihr? Ja. Was ist meine Meinung, meine Position? Ja. So, und ja, dann, wenn du für dich im Klaren bist, was du gerne möchtest, musst du doch auch keinen Angst vor dem eigenen Druck haben, unter den du dich da stellst. Ja, das stimmt schon, aber vielleicht will ich mehr, als sie mir geben möchte, und ich habe halt Angst, dass man noch mal 10 Jahre brauchen, um. Ja, aber 10 Jahre ist ja doch eine lange Zeit. Du bist jetzt, du bist älter geworden, du bist reifer geworden, du hast selbst Kinder. Ich meine, eine Chance wäre es doch auf jeden Fall wert, es nochmal vorsichtig zu versuchen, sich anzunähern. Du musst ja nicht jetzt gleich mit wehenden Fahnen da reingehen und jetzt muss alles perfekt laufen, sondern mach es doch so ganz vorsichtig peu à peu. Immerhin scheint deine Mutter sich ja doch für dich sehr zu interessieren, dass sie jetzt wieder Kontakt haben möchte. Ja, und offensichtlich hat sie dir das ja auch vergeben und es ist vergeben und vergessen, was damals passiert ist. Ja, ich hoffe es. So, also. Und sie wird sich wahrscheinlich sehr freuen, dass sie mittlerweile Oma geworden ist. Ja, aber das ist halt auch ein Problem, weil meine Kinder leben ja nicht mehr bei mir und ja, das ist dann auch so, man fühlt sich dann auch so nicht gerade, damals hat es nicht geklappt mit mir. Ja, also du schämst dich dann vor deiner Mutter. Ja, ein bisschen, ne? Also ich meine, aber du siehst die Kinder hin und wieder. Ja, also meinen Sohn sehe ich einmal in der Woche und jedes zweite Wochenende schläft er auch bei mir, nur meine Tochter halt nicht. Ja. Und aber ich weiß auch nicht, wie ich denen das jetzt beibringen soll, weil im Prinzip haben sie ja jetzt eigentlich noch eine Oma. Ja, und ja langsam. Wie alt sind die Kinder? Ja, 8 und 5 werden die. 8 und 5. Jetzt würde ich das alles langsam machen. Ich glaube, du bist da viel zu aufgeregt und gehst da mit so voller Kanne daran. Sieh doch erstmal zu, beschnuppert ihr beiden euch da erstmal. Du, deine Mama und du. Ja. So. Und gut, dann ist das jetzt eben nicht so gut gelaufen bei dir. Das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen, warum die Kinder nicht bei dir leben. Aber das kannst du ihr ja auch in aller Ruhe erklären und erzählen. Ja, ja. Und wenn es dann einigermaßen gut läuft zwischen euch beiden oder vielleicht sogar ganz gut, dann wirst du auch Worte und Erklärungen finden, wie du das deinen Kindern erzählst. Die sind ja immerhin da 8 und, naja, 8 ist ja schon ein Alter, wo man gut was erklären kann. Ja. So, und dann wird sich unter Umständen deine Mama auch sehr freuen, wenn sie dann mal zumindest eins der Kinder mal kennenlernt. Ja, das möchte ich auch. Also, dass sie meinen Sohn gerne kennenlernt, das möchte ich auch. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Angst dahinter, weil mein Leben ist halt gerade auch nicht einfach durch die Sache, weil es ist noch nicht so lange her mit den Kindern. Ja, und es ist alles sehr kompliziert und schwierig. Mhm. Dennoch, Michael, ich würde es vorsichtig mal angehen. Es ist immer eine Chance. Es ist die Chance, dass du vielleicht zu deiner leiblichen Mutter vielleicht eine dauerhafte Beziehung aufbauen könntest. Und das ist ja natürlich eine tolle Sache, wenn das klappen würde. Ja. Versuch es doch vorsichtig anzugehen. Ein Rückzieher kannst du immer noch machen. Ja, genau. Und eben nicht mit so ganz großen Erwartungen da reingehen in das Ganze. Viel Glück wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt bitte diese Nummer oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Christian. Christian ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Morgen, Christian. Um was geht's? Es geht um ungewöhnliches Essen. Um ungewöhnliches Essen? Ja, ich reise gerne nach China. Ja. Dort unter anderem Hund, Katze, Käfer oder ähnliche Sachen zu essen. Ich habe das gesagt, du reist gerne nach China? Ja. Um solche Sachen dort zu essen? Genau. Das heißt, der Grund deines Reisens nach China ist wirklich das Essen? Ist wirklich das Essen und die chinesische Kultur. Aha. Sprichst du Chinesisch ein bisschen? Ein wenig, ja. Ja, wie oft warst du? Ich kann mich verständlich machen und ein kleineres Gespräch führen, ja. Immerhin, Respekt. Das ist ja schon, ich glaube, schon eine komplizierte Sprache für uns Deutsche. Es geht. Ja. Wie oft warst du schon da? Ungefähr 12 Mal jetzt. Ah. Und das Essen ist ein ganz besonderer Reiz für dich. Essen ist ein ganz besonderer Reiz für mich. Ja. Hunde zu essen, Katzen zu essen, Käfer zu essen? Ja, Insekten, die auf dem Grill gegrillt werden, ja. Erzähl mal ein bisschen, was für Insekten essen isst der Chinese an sich sehr gerne? Will man sagen, also es unter anderem Heuschrecken, wobei... Finde ich gar nicht so ekelhaft, muss ich ja sagen. Also für mich, ich könnte mir das auch vorstellen, wenn eine Heuschrecke schön gegrillt ist.
Ja, es, warum nicht? Es ist okay. Es ist der Beinteil, der, du möchte mal ich sagen, am leckersten ist, weil er sich immer in Bewegung isst. Ja. Und dadurch besondere Geschmacksstoffe freigesetzt werden und der schmeckt eben gegrillt mit am besten. Kannst du es grob beschreiben, wie gegrillte Heuschrecke schmeckt? Gibt es einen Vergleich? Ist es schwer zu beschreiben, also zumindest für den europäischen Gaumen. Also es gibt nichts Vergleichbares bei uns? Nein, also keinen Fall. Ich habe es auch zuerst, habe ich dieses unbewusst gegessen. Ja. Man unterhält sich mit ein paar Chinesen. Ja. Wir waren dann so eine Art, wie will man sagen, Grillstation, wo ein Gestell auf dem Tisch steht, mehrere Fleischsorten darauf gegrillt werden, unter anderem auch normales Schweinefleisch. Und irgendwann kamen dann auch Spieße eben mit diesen Insekten auf den Grill. Und zuerst habe ich es ganz unbewusst gar nicht geachtet. Und hast du es einfach so mitgegessen? Ja. Aber das sieht man doch, dass das kein normales Fleischstückchen sind. Ja, sahen aber so ähnlich aus, waren nur ein bisschen dicker und ich habe auch erst nachher, wo ich genauer hingeguckt habe, wo ich draufgebissen habe, die kleinen Füßchen erkannt. Also jetzt mal abgesehen von den Heuschrecken, was für Käfer sind das und wie groß sind die? Sind ungefähr die großen Heuschrecke 6 bis 9 Zentimeter, würde ich mal sagen. Und die Käfer sind in der Regel so zwischen 3 und 5 Zentimeter. 3 und 5, das ist nicht so groß. Und was sind das für Käfer? Kennen wir die hier? Nein, auch nicht, definitiv nicht. Sehen die eklig aus, so mit dicken schwarzen Panzern und... Ja, der Panzer ist Käfer, ist so eine Art, ich will mal sagen, Kreatin. Und Kreatin ist ja auch eigentlich ein sehr gesunder Stoff. Und daher, ich denke mir, wenn ich da hinten zu Gast bin, dann kann ich das da hinten essen, was da hinten eben aufgetischt wird. Ja. Jedes Volk sollte irgendwie sein Recht haben, frei zu entscheiden, was es ist. Ja, natürlich, klar. Diese Käfer werden aber alle gegrillt oder gekocht oder gebraten. Werden alle gegrillt, gekocht oder gebraten, ja. Und isst man die so pur oder gibt's da eine leckere Soße drauf? Man kann eine Soße dazu haben, obwohl die mir meistens zu scharf ist. Ja, und all diese Käfer, inklusive der Heuschrecken, das schmeckt dir? Das schmeckt mir, ja. Da gibt es keine Unterschiede, dass du sagst, naja, gerade den Käfer, der nur so aussieht, das ist nicht mein Fall. Was ich bis jetzt da probiert habe, es gibt da verschiedene Käfer und ich habe auch noch nicht alles kennengelernt. Ja. Oder Skorpione, wo der Stachel rausgezogen wird, wo der Rest gegessen wird, ist es eben Geschmackssache, aber ich muss sagen, es schmeckt mir. Ja. Und auch bei den Käfern kannst du uns nicht so in etwa sagen, an was das vielleicht rankommt im Geschmack, was wir hier kennen? Nein. Nein, das geht nicht. So, jetzt kommen wir zu dem weiteren heiklen Thema, Katzen und Hunde. Ja. Da dreht sich uns ja hier der Magen extrem um. Wann hast du zum ersten Mal, bist du mit Hundefleisch konfrontiert worden? Vor sechs Jahren. Ja, unbewusst. Ich wollte nicht wissen, ich war da hinten auch wieder zu Gast, ich wollte nicht wissen, was auf den Tisch kommt. Ich habe einfach in der Regel alles mitgegessen. Es war meine freie Entscheidung, Ja zu sagen oder einzusagen, ob ich das esse oder nicht. So, dann hast du es gegessen, ohne zu wissen, dass das Hundefleisch war und es hat dir geschmeckt? Es hat mir geschmeckt. Wie kannst du denn das uns erklären, wie Hundefleisch schmeckt? Ja, so ähnlich so wie hier für den deutschen Geschmack, ja, so ähnlich wie Wildschwein. Wie Wildschwein? Ja, und das ist für manche Leute auch hier Wildschwein eine Delikatesse. Ja. Und meine Frage, ist es normal, dass hier zum Beispiel in Europa, es werden in Italien Singvögel gegessen, bei uns ist es, was ich hier ein bisschen ungewöhnlich finde, auch Pferdefleisch. Und der Kaviar in Russland, der ist auch vom Aussterben bedroht. Da wird auch alles gegessen. Und von daher, ich finde es noch nicht mal unbedingt verwerflich. Und wie so ein Hund im Endeffekt geschlachtet wird, darauf achte ich ein bisschen. Wie wird denn so ein Hund geschlachtet? Einfach mit einem Schnitt, in der Regel. Was ja nun nicht sehr schön ist. Ist, ja... Ich als alter Hundefreund, ich habe zwar keinen Hund, aber ich mag Hunde sehr gerne. Ich auch. Hier als Haustier, ich habe selber einen Schäferhund. Ich habe mal so einen Bericht gesehen in China, wo die da so richtig, ja, das ist so eine richtige Massentierhaltung, weiß ich nicht, aber so eine Farm irgendwie, wo die Hunde gezüchtet wurden, um dann hinterher geschlachtet zu werden. Das geht mir schon sehr ans Herz, muss ich sagen. Du kannst du natürlich argumentieren, wo ist der Unterschied zwischen Hund und Schwein? Es kann einen auch ans Herz gehen, wenn so ein Schweinchen geschlachtet wird. Die Vegetarier haben. Hast du natürlich recht, da müsste man ganz konsequent sein, dann müsste sagen, ich bin Vegetarier. Ja, und wie viele Tiere werden hier kurz und quer durch Europa gefahren? Ja, du hast recht. Angeschlachtet. Ja, ja. Wo auch, Entschuldigung, für mich eine Art Aufwand Perversheit.
Ja, das will ich gar nicht, da hast du völlig recht. Und in China gibt es dann auch noch einen sogenannten Choi Dong Zai. Das rühre ich natürlich gar nicht an. Das ist ein hüpfender Braten, wird das genannt. Da kommt der Hund in kochendes Wasser. Da denke ich mir dann auch, der Hund ist vorher lebendig. Der lebendige Hund kommt ins kochende Wasser? Ja. Das ist schlimm. Also da sage ich dann... Das ist schlimm. Nein, definitiv nein. Wie, die werfen so einen ganz großen Hund oder kleine Hunde in kochendes Wasser? Meistens kleinere Hunde. Oh, wie schlimm. Wie schlimm. Und das muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, da ist dann auch für mich die Grenze. Da würde ich dann auch sagen, ich stehe auf, ich betrete dieses Restaurant, esse dann. Also es gibt da durchaus auch Essrituale und Essgewohnheiten, wo du sagst, nee, das mache ich nicht. Genau. Also dieses zum Beispiel ist sogar etwas, in den kleinen Hund ins kochende... Absolutes Tabu. Entschuldigung, das hätte ich schon verraten. Gibt es denn daneben, dass man kleine Hunde in kochendes Wasser wirft, noch andere Tabus, wo du sagst, nee, mache ich nicht, esse ich nicht? Sogenanntes Affenhirn. Sogenanntes was? Affenhirn. Affenhirn. Da kommen kleine Äffchen in Südchina verbreitet in solche Gestelle rein. Ja, Affe lebt noch und dann wird die Schädeldecke offen gemacht. Und Mensch, Christian, ich hatte hier auch schon einmal so ein Gespräch. Und da habe ich hinterher gedacht, Mensch, ist das wirklich wahr? Gibt es das, dass ein lebendiger Affe am Tisch serviert wird und dass der Schädel abgehackt wird und man löffelt das Gehirn raus? Und du bestätigst das? Das gibt es in China? Das gibt es in China. Aber sicher, wahrscheinlich irgendwie. Ist weit verbreitet? Nicht weit verbreitet. Nicht weit verbreitet. Hm. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Oh, ich höre schon an deiner Stimme, dass das. Aber ungern. Das geht, Entschuldigung, selbst mir zu weit. Also da möchte ich derzeit nicht noch. Nee, das möchte ich nicht beschreiben. Wie ist denn, ich meine, wenn man überhaupt so ganz allgemein davon sprechen kann, so die Stellung, dass so die Haltung der Chinesen zur lebenden Kreatur, gibt es da kein Mitleid, wenn man einen lebendigen Affen den Kopf aufhaut? Bei manchen Chinesen wahrscheinlich nicht, nein. Mhm. Aber ich sehe selber auch diese Leute auch als, ich sehe sie als krank an, ja. Ist das eine sehr alte Tradition? Weit verbreitet ist es, wie gesagt, nicht. Und traditionelle Ursprünge könnte ich mir unter Umständen vorstellen. Ja. Mhm. Und dieses Affenhirn, wenn es dann noch fast lebendig ist, soll dann besonders gut schmecken, oder wie? Ja, der Gehirnsaft, möchte ich mal sagen, wird erst mit einem Strohhalm und dann wird es eben ausgelöffelt. Mhm. Aber du hast es auch noch nie probiert? Nein, ich werde es auch nie probieren. Mhm. Nie im Leben. Also da ist bei mir ist genauso wie lebendige Tiere. Mhm. Nein. Ja, also da stimme ich, bin ich natürlich 100% auf deiner Seite. Aber ich stimme auch deiner Argumentation zu. Sicher ist für uns vieles ekelhaft, was irgendwo auf der Welt gegessen wird. Dafür ist aber vielleicht für die Leute auch einiges ekelhaft, was wir essen und wie wir es zubereiten. Genau. Man nehme Indien, da werden zum Beispiel keine Kühe gegessen. Also sind Kühe heilig. Und ja, ja, ja. Jeden, Entschuldigung, auch das Seine. Und ich möchte auch irgendwie ein bisschen Verständnis dafür rüberbringen. Auch eine chinesische Kultur, auch wenn wir jetzt im Olympiajahr sind und Leute dahin reisen werden. Man sollte zumindest offen dagegen überstehen. Nicht sagen, ihr seid alle pervers oder so nach dem Motto, warum isst ihr solche Sachen? Das ist deren Kultur. Ja, ja, natürlich. Ja. Ich bin dann da hinten zu Gast. Ja. Kannst du für dich so grob erklären, warum dich überhaupt China so fasziniert, ein Land, was uns so fremd ist? Die Sprache, sehr liebe, nette Leute, wenn man so durch die Gegend läuft. Und meine Ex-Freundin war eine Chinesin. Ah, daher weht der Wind. Ja, daher weht der Wind. Was machst denn du hier in Deutschland vom Beruf? Ich bin Tischler. Tischler? Ja. Also nicht Sprachwissenschaftler oder irgend sowas, der beruflich schon damit zu tun hat. Einen ganz soliden Beruf hast du. Einen ganz soliden Beruf und auch schon einen halben Finger weniger, ja. Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann auszuwandern nach China? Definitiv. Das ist ja schräg. Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand, also nach Norwegen, nach Neuseeland, nach Kanada, weiß ich, wandern die Leute gerne aus. Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand nach China ausgewandert ist und sein Glück da gesucht hat. Aber als Tischler wärst du doch wahrscheinlich da auch gut gebraucht, oder? Wie ist das? Ja, aber dann nur im oberen Preissektor. Im oberen Preis, ist klar. Dann müsste ich mich
morgens an die Straße sitzen mit einem selbstgebastelten Schild und hoffen, dass mich jemand mitnimmt für die Arbeit. Wann ist die nächste Reise geplant? Ich gehe schwer davon aus, zu den Olympischen Spielen. Verstehe. Also Christian, das war sehr interessant, was du uns erzählt hast. Wir sind alle empört über das, was mit den Hunden gemacht wird und mit den Affen. Da sind wir uns einig. Ich wünsche dir einen guten Aufenthalt und eine schöne Reise, wenn du das nächste Mal nach China fährst. Alles Gute. Du machst eine wirklich klasse Sendung. Danke, sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss. Wiederhören. Bärbel, 60, guten Morgen. Hallo Bärbel. Hallo Domian. Hallo Bärbel. Ja, ich habe angerufen, habe ja mit deinem Partner da gesprochen. Ja. Und es geht darum, dass morgen mein Sohn, der ist 35 und ist schon Diplom-Ingenieur und hat auch eine große Aufgabe in seinem Leben. Das macht er schon 7 Jahre. Hm. Und ich habe Krebs und ich habe es meinem Sohn noch nicht erzählt. Ich habe das schon seit 99, aber ich kann ihm das einfach nicht sagen. Du hast es seit 99 schon? Ja. Was für ein Krebs ist das? Ja. Und? Was für ein Krebs ist das? Knochenkrebs. Knochenkrebs. Ich gehe denn davon aus, wenn du seit 99, das ist ja schon eine sehr lange Zeit, dass du schon oft im Krankenhaus warst, viele Behandlungen hinter dir hast? Ja, ich habe das alles meinem Sohn verschwiegen. Also das war damals, ich habe immer gesagt, ich habe mit der Bandscheibe und habe nie was gesagt. Und ich habe auch noch eine Schwester, die MS hat. Und der ist im Moment, die liegt in Hamburg in Boberg. Und der geht es auch sehr schlecht. Und ich bin immer Mensch gewesen. Ich habe immer meine Krankheiten verdrängt. Wer weiß denn überhaupt in deinem Umfeld? Gar keiner. Ach, deine Schwester weiß das auch nicht? Nein. Und der Sohn ist das einzige Kind, was du hast? Ja. Bist du auch noch, hast du einen Partner noch? Nein, ich bin seit 20 Jahren alleine. Dann hast du, das muss ich jetzt nochmal festhalten, von 99 bis jetzt, das sind 8, 9 Jahre, ja, hast du diese Erkrankung verheimlicht und hast immer irgendwie geschauspielert? Ja. Und wohnt der Sohn bei dir in der Nähe? Ja, er wohnt zwar in der Nähe, aber er studiert jetzt in Baden-Württemberg. Das ist weit weg von dir? Ja, und er kommt morgen das erste Mal nach Hause. Mhm. Und es geht mir im Moment sehr schlecht. Ich habe auch sehr viel abgenommen. Und wie lange hat er dich nicht gesehen? Er hat mich, ich habe am 3. November Geburtstag, bin 60 geworden. Mhm. Und da hat er mich nach Sylt eingeladen. Und da hatte ich das eigentlich vor, ihm das zu erzählen. Und dann kam er mir aber zuvor und hatte von seinem Kollegen erzählt, dass der Vater von dem Kollegen Krebs hat. Dann sagt er, Mama, ich könnte das nie verkraften, wenn irgendeiner, also sein Vater jetzt oder ich, Krebs hätte. Da sagt er, da könnte ich nicht mit fertig werden und morgen kommt er. Und da bist du zurück. Und ich hatte mir das schon, also jetzt an meinem Geburtstag, als ich 60 wurde, hat er mich nach Sylt eingeladen, da wollte ich ihm das sagen, aber ich konnte. Ich verstehe, da bist du zurückgeschreckt, als er das gesagt hat. Ja. Dir geht es im Moment nicht gut. Nee. Wie ist die Prognose, die die Ärzte dir gesagt haben? Nein, es geht mir eigentlich, ich gehe da auch gegen an und ich war auch heute Abend noch wieder beim Arzt und es geht mir eigentlich sehr gut, muss ich dazu sagen, aber psychisch geht es mir nicht gut. Ja, das wundert mich nicht, Bärbel. Wenn du so eine schwere Erkrankung hast, ist das ja grundsätzlich erstmal eine ungeheure psychische Belastung. Ja, wenn du ganz alleine das mit dir ausmachst, ja, ist das ja übermenschlich. Ich mache das sowieso alles. Ich habe nur eine Freundin, die das weiß. Einen Menschen hast du, mit dem du das besprechen kannst? Ja. Und dein Arzt? Ja, die hat aber selber Krebs. Die hat einen Tumor im Kopf. Hm. Und der kann aber nicht operiert werden. Sie hat selber Brustkrebs und auch noch MS dabei. Okay, lassen wir nicht über deine Freundin reden, sondern über dich und ja, über deinen Sohn. Warum hast du das all die Jahre so ferngehalten von deinem Sohn? Ich bin so erzogen worden, also es wurde über Krankheiten nie gesprochen. Mein Vater hatte Krebs, meine Mutter hatte Krebs, sind beide verstorben. Mein Vater ist vor 3 Jahren verstorben, meine Mutter vor 11 Jahren. Mhm. Und ich habe das alles immer so für mich selber weggepackt. Mhm. Und weißt irgendwo du, kann ich jetzt nicht mehr. Das finde ich auch. Ich finde das auch nicht richtig, das, was du machst. Ich finde, dass man, also wenn ich dein Sohn wäre, spielen wir das mal durch.
Ja. Wäre ich auch sehr sauer, wenn ich erfahren würde, dass meine Mutter... Ja, aber Domian, ich kann dir nur sagen, ich hatte am 3. November, da bin ich 60 geworden letztes Jahr. Und dann saßen wir so am Strand noch, das war sehr schönes Wetter noch im November. Natürlich, die Geschichte hast du ja gerade schon so erzählt, das kann ich schon verstehen, dass man da zurückschreckt. Aber es geht ja nicht nur um den letzten November, sondern um all die Jahre davor auch. Ich finde, dass man gerade den Menschen gegenüber, die man sehr liebt und die ganz wichtig sind, dass man eine Verpflichtung hat, auch ehrlich zu sein in solchen existenziellen Fragen. Hier geht es ja um Leben und Tod in einer solchen schweren Krankheitslage. Ja, ist richtig. Und ich bin immer ein Mensch, also ich habe, wie gesagt, also auch meine Schwester, meine Eltern haben damals Häuser gebaut, die waren sehr reich. Und mein Bruder hat alles geerbt, also der sich überhaupt nicht um mich kümmert, also dem habe ich auch keinen Kontakt mehr. Weißt du, dein Sohn ist 35 Jahre alt. Ja. Und das ist halt dann, das muss er dann halt aushalten und damit muss er klarkommen, dass seinem... Das, ja, da kann ich nicht mit fertig werden und ich möchte ihm das einfach nicht sagen. Aber doch, finde ich schon. Ich finde, das kann er auch, das wird er auch schaffen. Und das wird dir, glaube ich, sehr, sehr gut tun, wenn du es gesagt hast. Das wird dir ein Riesenstein vom Herzen fallen. Ja, ich bin heute Abend noch bei meinem Hausarzt gewesen. Mhm. Und weiß der Hausarzt, dass du alles verschweigst? Ja. Was sagt der denn dazu? Der sagt immer zu mir, Frau Glindwort, sagen Sie das doch. Mhm. Aber ich kann es einfach nicht. Morgen wirst du es können. Ja, ich hoffe das. Ich glaube, so wie ich dich jetzt gerade mitbekomme, so wie du sprichst und... Ja, ich bin auch immer ein Mensch gewesen, also der immer alles geschafft hat, weil ich das schaffen wollte. Mhm. Aber ich bin auch so total allein. Mhm. Und ich fühle mich auch, ich bin nicht nur allein, ich fühle mich auch allein. Mhm. Und um diese Isolation zu durchbrechen, ist das so sehr, sehr, sehr wichtig, dass du es ihm morgen erzählst. Und du darfst dir nicht tausend Gedanken machen, wie das bei ihm ankommt. Es ist erstmal wichtig, dass du es auf den Tisch legst. Und dann werdet ihr das schaffen, das dann hinzukriegen. Ja, aber Montag fährt er dann wieder zurück. Mhm. Und dann, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich weiß es nicht. Was schaffst du nicht? Dann alleine zu sein oder es ihm zu sagen? Nein, ihm das zu sagen. Weil er dann wieder zurückfährt und er ist sehr sensibel. Ach, Bärbel, weißt du, er ist sehr sensibel. Das ist ein erwachsener Mann von 35 Jahren. Der hat verdammt nochmal das dann auch auszuhalten, wenn es seiner Mutter schlecht geht. Dann wird er das schon schaffen. Du hast es jetzt 9 Jahre geschafft, das für dich zu behalten und hast gekämpft gegen den Krebs. Was für eine Leistung. Da wird der junge Mann das wohl auch aushalten, jetzt mal die Wahrheit zu erfahren. Du bist da viel zu vorsichtig. Viel zu vorsichtig. Du kannst doch nicht die ganze Welt vor dir schützen oder vor dir wegdrücken. Das gehört doch auch zu einer Mutter-Sohn-Beziehung dazu. Stell dir mal vor, das würde der mit dir machen. Da wärst du doch auch sauer. Wenn der dich belügen würde über 10 Jahre und dir etwas ganz Gravierendes, was sein Leben ausmacht, wenn er das dir nicht erzählt hätte, wärst du doch enttäuscht. Würdest du denken, hat er kein Vertrauen zu mir? Warum sagt er das nicht? Ja, ich habe auch vor 7 Jahren schon einmal versucht, mir das Leben zu nehmen, weil ich da nicht mehr gegen ankonnte, weil ich das niemandem erzählen wollte. Ja. Aber ich habe das geschafft und bin dann auch, wie gesagt, jetzt ich habe jetzt eine kleine Wohnung und... Pass mal auf, die ganze Energie, die du da reinsteckst, alles zu verschweigen und zu vertuschen, diese Energie hast du dringend nötig für die Bekämpfung deiner Krankheit. Ja, ich meine, das habe ich ja auch die ganzen Jahre schon gemacht. Und aber jetzt ist die Energie erschöpft. Jetzt kannst du nicht mehr. Ja, irgendwo bin ich jetzt so weit, dass ich das Gefühl habe, ich muss es ihm sagen. Ich wollte ihm das auch an meinem Geburtstag sagen, weil er mich auch zu meinem 60. dann aus Sylt eingeladen hatte. Und Bärbel, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst es ihm morgen sagen. Du musst es ihm sagen. Ja. Du musst es ihm sagen. Es gibt gar nichts zu reden darüber. Du musst es ihm sagen. Kommt er alleine? Ja. Mhm. Er wird ja wahrscheinlich, wenn du sagst, dass du sehr abgemagert bist, wird er das ja auch schon sehen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, das hat er auch schon, als wir auf Sylt waren, da hat er gesagt, Mama, du wirst immer dünner. Mhm. Und
Also das ist nicht, dass ich nichts esse oder so. Mhm. Also aber guck mal, wie schlimm auch die Situation. Der sagt, Mama, du wirst immer dünner. Und dann sagt die Mama irgendetwas. Und dieses irgendetwas heißt, du belügst deinen Sohn. Ja, das ist richtig. Das weiß ich auch. Das finde ich nicht richtig. Ja, weißt du, Domian, es ist auch so. Ich hatte dann am 31. Oktober noch eine Kiefernoperation. Also die musste unbedingt gemacht werden. Mhm. Und jetzt geht das um meine Zähne. Und ich hab ein eigenes Geschäft gehabt früher. Mhm. Ich war Friseurin, war da in dem Moment von meinem Chef Geschäftsführerin. Mhm. Und irgendwo, ja, der hat das Geschäft aufgegeben. Aber ich habe immer weitergearbeitet an mir. Was ist mit den Zähnen? Ja, das ist jetzt alles. Und jetzt habe ich denn die Nachricht gekriegt, jetzt soll ich 1600 Euro bezahlen. Und das kann ich überhaupt nicht. Das schaffe ich gar nicht. Das heißt, dein Sohn könnte dir da auch helfen? Ja, sicher. Das könnte er. Aber ich bin so ein Mensch, ich will das denn. Ich habe auch heute wieder mit der Krankenkasse telefoniert. Und pass mal auf, Werbel. Ich könnte mir vorstellen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du alles für deinen Sohn früher gemacht hast. Ich habe alles gemacht. So, und dann kann der Sohn jetzt auch was für dich tun. Ja, das tut er auch. So, und wenn er genau weiß, was los ist und er hat einen guten Job, dann kann der locker da mal einen Tausender hinlegen für deine Zähne oder was das kostet. Da musst du da gar nicht drüber reden. Nein, ich meine, ich sehe jetzt nicht schlecht aus oder so. Also da vorne ist noch alles da, aber hinten, also das muss jetzt alles gemacht werden. Mhm. Aber ich pack das für mich selber weg und dann kriegst du dann den Hammer. Das Arbeitsamt zahlt nichts und die Krankenkasse, die zahlt nur die gewissen, und ich muss das alles für, und ich packe hier auch alles für mich, also so ist es. Bärbel, das sind alles jetzt erstmal Probleme, glaube ich, die zweitrangig sind. Das Erstrangige ist, dass du mit deinem Sohn sprichst. Und dann kannst du auch diese Dinge mit deinem Sohn erörtern, was natürlich eine große Hilfe schon für dich bedeutet. Ja, aber mein Sohn ist, weil er seine Mutter immer nur sieht, die ist das strahlende Leben, oder? Dann muss er jetzt mal lernen, dass er die Mutter anders sieht. Dann muss er das mit 35 lernen. Kein Aber mehr. Kein einziges Aber mehr, Bärbel. So, jetzt habe ich dir ganz klar und auch hart meine Meinung gesagt. Ich möchte aber auch, dass du auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Einverstanden? Ja. Ich möchte dich jetzt nicht einfach so verabschieden, weil du wirkst ja doch ziemlich angeschlagen. Ja, weil es auch meiner Schwester, die liegt jetzt in Boberchen. Genau, da könnt ihr nämlich auch nochmal in Ruhe sprechen und die Sabine, meine Psychologin, kann dir sicher auch nochmal ihre Einschätzung zu dem Fall mit deinem Sohn. Ja, ich bin auch schon 3 Jahre damals schon, als ich noch in der Ehe war, zum Psychologen gegangen. Mhm. Also, aber der hat damals zu mir gesagt, Frau Klinwert, Sie kriegen das schon allein in die Hand. Gabel, jetzt ist die Zeit vorbei, wo du alles alleine machst. Ich finde, jetzt gehören da ein paar andere Leute dazu. 20 Jahre alleine. Ja. Jetzt legst du bitte auf und Sabine ruft dich an. Ja, danke. Und ich wünsche dir für morgen viel Kraft, dass du das schaffst. Alles Gute. Ich hoffe das. Von Herzen wünsche ich dir alles Gute. Tschüss. Ich sehe jeden Abend deine Sendung und wie gesagt, ich schlafe auch gar nicht mehr, weil es mir im Moment ganz, ganz schlecht geht. Liebe Bärbel, wir werden uns gleich bei dir wieder melden. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt jemand, dessen Namen ich nicht richtig aussprechen kann. Dieser jemand ist 20 Jahre alt und heißt Serpil? Ja. Ist das ein Frauenname? Ja, richtig. Ist das richtig ausgesprochen, Serpil? Mhm, Serpil. Dann ist es ein türkischer Name. Mhm, richtig. Weil wir können die immer recht gut aussprechen, weil sie genauso geschrieben werden, wie man sie ausspricht. Richtig, ja. Serpil, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht's darum, ich habe mit 18 geheiratet. Und zwar einen 10 Jahre älteren für mich. Mhm. Und der ist auch noch aus der Familie. Das ist der Cousin meiner Mutter. War das eine erzwungene Heirat? Nein. Nein. Nein, das fragen aber sehr viele. Bei mir war das so, er kam einfach zu uns nach Hause. Ich kannte ihn gar nicht, ich habe vorher gar nicht mit ihm reden können, weil ich aus Hamburg komme. Ich bin gebürtige Hamburgerin. Mhm. Und er aus Wiesbaden. Mhm. Und er kam einfach zu mir nach Hause, hat um meine Hand angehalten und ich habe einfach Ja gesagt. Wie? Ohne dass er dich kannte, hat er ihm deine Hand angehalten? Ja, der hat einfach... Warum? Wenn ich fragen darf. Das ist so unsere Tradition, das läuft eigentlich so. Also es ist zwar heutzutage nicht mehr üblich, ja, aber bei uns war das dann halt so. Also der wusste darum, da gibt es die Serpil, irgendwie, die ist da. Er hat mich auch gesehen, wir haben uns zweimal davor haben wir uns gesehen. Achso, zweimal hattet ihr euch doch schon gesehen. Ah ja, verstehe. Ja. So, und dann hat er um deine Hand angehalten ja. Und ihr habt geheiratet.
Ja, irgendwie nach einem halben Jahr. Ja, also ja. Nach 2 Wochen haben wir uns... Also du mochtest ihn auch, fandst ihn sympathisch und nett und... Genau, richtig. Mhm. Ja. Und ja, dann haben wir geheiratet und als ich dann nach Wiesbaden gezogen bin... Mhm. Zu ihm? Ja, habe ich gemerkt, dass es gar nicht so ist, wie man sich das mal vorgestellt hat. Heiraten, glücklich sein, sich gut verstehen. Das war halt bei uns nicht so. Auf einmal liegt eine ganz fremde Person. Für mich war das ja auch eine richtig fremde Person neben dir im Bett. Mhm. Ja. Mhm. Und man weiß gar nicht, was man machen soll. Mhm. Und bei uns war das so, ich war auch sehr eifersüchtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe ihn richtig kontrolliert. Mhm. Und er hat mir auch allen Grund dazu gegeben. Ich meine, er hatte Kontakt zu anderen Frauen. Er hat von mir erwartet, dass ich keinen Kontakt zu anderen Männern habe. Mhm. Natürlich, ja. Ja, und wenn er das dann hat und ich sehe halt SMSen, sehe Nummern, die ich nicht kenne und er hat mir die ja auch nie vorgestellt oder so. Wenn das Freundinnen gewesen wären und er mir die vorgestellt hätte, hätte gesagt, schau mal, Serpil, das ist die und die. Also du wurdest misstrauisch, weil da auch eine ganz geheime Welt war, zu der du gar keinen Zugang hattest. Richtig, genau so war das. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich habe ihn irgendwie auch provoziert, dann, als er mich dann das erste Mal geschlagen hat. Ja. Also es gab Gewalttätigkeiten? Ja, so richtig. Und ich wusste auch nicht, wie ich reagieren. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Beim ersten Mal habe ich es niemandem erzählt. Dann beim zweiten Mal dachte ich, weil meine Mutter dasselbe durchgemacht hat, dachte ich, ich muss es weiter erzählen, weil ich sonst enden werde wie meine Mutter. Und das wollte ich nicht. Wie oft hat er dich geschlagen? Bis jetzt insgesamt in den 1,5 Jahren hat er mich 4-mal geschlagen. Ja. Und beim letzten Mal, vor 2 Monaten, war das so schlimm, dass ich schon überlegt habe, ganz wegzugehen. Und es sind auch kaum noch Gefühle für ihn da. Das heißt, du bist mit dem Mann noch zusammen, ihr wohnt noch gemeinsam. Habt ihr schon Kinder? Nein, zum Glück nicht. Und du bist sehr unglücklich? Ja, ich habe das Gefühl, Depressionen zu bekommen. Mhm. Bei meiner Mutter war das auch nicht anders. Ich war 26 Jahre verheiratet und hat sich direkt nach meiner Ehe, nachdem ich verheiratet war, nachdem ich geheiratet habe, halt, hat sich sofort scheiden lassen, wir haben das Haus verkauft, haben eine Privatinsolvenz angemeldet und so. Und es war alles so schrecklich für mich, das von hier aus mitzubekommen und nicht mithelfen zu können. Ja. Sag mal, wie lebst du denn da jetzt bei deinem Mann? Bist du noch berufstätig oder bist du den ganzen Tag zu Hause? Ja, das ist mein Problem. Ich bin freiberuflich tätig als im Callcenter, als Callcenter-Agentin. Und ich habe auch keine Ausbildung. Ich habe halt mein Abitur nicht schaffen, also ich habe die 11. Klasse nicht schaffen können, weil ich kam direkt hierher, das war im Sommer. Dann bin ich sofort in eine neue Schule gekommen, hatte ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Leute und mein Mann konnte sich auch nicht um mich kümmern, weil er halt von abends bis morgens, weil er Barkeeper war, in der Bar tätig war. Und deshalb wurde ich auch so misstrauisch, weil er war erst morgens um 8, wenn ich in der Schule war, war er erst zu Hause. Wir konnten uns nie sehen. Das heißt, du hast keine Ausbildung? Hast du auch keinen Hauptschulabschluss hast du schon, ne? Realschulabschluss hast du, immerhin, das ist schon mal ganz gut. Und das ist eigentlich ein guter Realschulabschluss. Ja, aber du bist halt sehr viel zu Hause? Ja, auch. Also an den freien Abenden und Wochenenden? Genau, oder? Jetzt ist er wieder SS, jetzt ist er in einer anderen Bar. Und in der Bar sind auch ganz viele, kein gutes Viertel. Ja, das heißt, du bist fast schon davon sicher oder davon überzeugt, dass er mit anderen Frauen was läuft. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl. Mhm. Ich habe das Gefühl, eigentlich, ich gebe ihm ja auch die Freiheit. Ich sage ja auch, er kann machen, was er möchte, weil ich nicht möchte, dass er mich belügt. Ja. Gibt es noch Zärtlichkeiten zwischen euch beiden? Das ist es. Er ist auch. Was, schlaft ihr noch miteinander? Ich möchte eigentlich gar nicht und das wollte ich dir auch erzählen, dass er nachts einfach zu mir kommt und auf einmal wache ich auf und er liegt über mir, und er versucht mich dann dazu zu zwingen und ich lasse ihn so lange nicht dran, bis er aufgibt, bis er nachgibt. Schlimmer Zustand, in dem du erlebst, finde ich. Ja, ich finde es, mich bedrückt das auch sehr. Du hast es ja gerade auch schon so angedeutet. Eigentlich ist da von Gefühlen nichts mehr da. Nicht so richtig. Nein. Und wenn du frei so zaubern könntest, würdest du gerne sofort ein anderes Leben leben und von dem Mann wegkommen. Ja.
Siehst du eine Chance, von ihm wegzukommen? Also, meine Mutter, die wird mich aufnehmen, ja. Das ist gar nicht das Problem. Ich habe einfach nur Angst davor, dass ich es im Nachhinein, weil bei uns sagt man so, geschiedene Frauen haben es nicht leicht. Ja. Ich möchte auch irgendwann Kinder haben und ich habe Angst, dass ich dann, ich denke ja schon dran, so blöd sich das auch anhört, nochmal zu heiraten und halt irgendwann auch mal glücklich zu werden und Kinder zu bekommen. Pass mal auf, Serpil. Du könntest bei deiner Mutter unterkommen, das finde ich schon mal eine wichtige Sache. Dann sagst du, bei uns haben es geschiedene Frauen nicht leicht. Aber du lebst hier in Deutschland. Ja. Und hier haben auch geschiedene Frauen die gleichen Rechte wie nicht geschiedene Frauen und haben auch das gleiche Ansehen. Ja. Ich weiß natürlich, in deiner Kultur ist es ein bisschen anders, aber du lebst eben auch hier. Und ich finde, an allererster Stelle steht dein Wohlbefinden und dein Glück, wie dein Herz sich fühlt. Und du fühlst dich so schlecht, dass ich glaube, jeder vernünftige Mensch dir raten sollte, dass du so schnell wie möglich da rauskommst. Ja. Und du bist so jung noch. Und dann solltest du erstmal dich erholen und erstmal was vom Leben haben. Dann solltest du eine Ausbildung machen und kannst auch ruhig Erfahrungen mit anderen Männern suchen. Ja. Heiraten, das kannst du in 5, 6 Jahren auch noch. Und Kinder kriegen kannst du dann auch noch. Aber dass du dann erstmal deine Erfahrungen sammelst und dich auch vor allen Dingen erholst von dieser schlimmen, demütigenden Zeit. Ja. Meine Mutter rät mir das eigentlich auch, aber sie sagt immer, ich muss das selber entscheiden, weil sie nicht möchte, dass ich sie dann später verstehe. Beschuldige. Ja, aber das ist doch toll, wenn deine Mutter, die ja nun wirklich die Kultur in- und auswendig kennt und all die Konsequenzen und Verzweigungen, wenn die dir schon sagt, nimm das Leben zurück und dein Leben für dich erstmal organisierst. Danach sehne ich mich auch, nach dieser Freiheit, weil... Ja. Vielleicht kannst du auch noch, wer weiß, du bist, wie gesagt, du erst 20 Jahre alt, vielleicht wenn du Lust hast, verschaffst es auf einem anderen Weg jetzt dein Abitur noch nachzuholen, dann stehen dir ja noch ganz andere Möglichkeiten offen, auch was du beruflich mehr machen könntest. Ich habe mich ja auch in Hamburg beworben und da kam ja auch eine Zusage zum, also nicht eine richtige Zusage, aber ich soll halt zum Vorstellungsgespräch erscheinen. Und ich weiß nicht, ich würde eigentlich gerne hingehen. Ich habe einfach nur Angst, dass ich es wirklich bereuen werde und dass ich, weil ich bin einmal weggegangen und bin wieder zurückgekommen und deshalb dachte er, könne alles mit mir machen, weil er denkt, ja, die kommt ja eh wieder zurück. Ja, ich möchte nicht, dass er so denkt. Ja, beweis es ihm. Ja, das möchte ich ihm deshalb. Wenn ich dann gehe, dann möchte ich wirklich endgültig gehen und ihm das beweisen. Ich glaube, also ich sage das jetzt mal so ganz frei, ich glaube hundertprozentig, dass du das nicht bereuen wirst in 1, 2 oder wie viele Jahren, dass du gegangen bist, wenn du gehst. Ja. Ich glaube es nicht. Was solltest du da bereuen? Ja. Ich werde es am Anfang wahrscheinlich. Es wird schwer werden, natürlich. Aber jetzt ist es auch schwer. Es kann eigentlich letztendlich nur besser werden. Ja. Liebe Serpil, also von meiner Seite aus, meine Einschätzung habe ich dir gesagt. Mach es. Wenn du so empfindest und dann tu es. Dann tu es. Möchte ich all meinen Mut zusammenpacken, zusammennehmen und es wirklich machen. Und wenn ich es dann mache, dann möchte ich es auch wirklich endgültig durchziehen. Ich möchte nicht wieder zurück. Nee, da musst du tapfer sagen, jetzt ist auch der Weg und den ziehe ich jetzt auch voll durch, ohne Wenn und Aber. Ich habe jetzt auch 2 Monate lang überlegt und ich glaube, ich muss das wirklich machen, aber ich weiß nicht, ich weiß schon, wie ich es anstellen soll. Mein Vater wird mich abholen und ich könnte all meine Sachen reintun und so. Aber meine einzige Angst ist einfach nur, dass ich irgendwie wieder zurückkommen werde. Das möchte ich einfach nicht. Das ist meine einzige Angst. Weißt du was, Serpil? Ich würde gerne, dass du über diese Angst, die ist ja nun sehr speziell und spezifisch, noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, sehr gerne. Ja? Das ist Sabine heute Nacht. Okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und Sabine ruft dich entweder sofort oder im Laufe der nächsten 10, 15 Minuten zurück. Danke. Alles Gute und viel, viel, viel Erfolg für das, was vor dir liegt. Danke. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir hier 2 Mädels. Daisy und Nadja, stimmt das? Ja. Mit wem spreche ich denn jetzt zuerst? Mit Daisy. 18 Jahre alt? Ja. Können wir zu dritt reden oder musst du immer den Hörer rüberhalten? Nee, wir können zu dritt reden. Ja. Ach, hallo Nadja. Das ist toll. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Ja, also Lautsprecher. Ach so, mit Lautsprecher. Gut, dann geht es ja wunderbar. Ihr beiden Süßen, um was geht's? Also, wir haben so ein Projekt gestartet. Mhm.
und dass wir so gucken wollen, wie man so zusammenhängt halt. Wie man zusammenhängt? Ja, also wir haben uns überlegt, wie das wäre, wenn wir halt Tag und Nacht sozusagen aufeinander hocken. Ihr beiden? Ja, genau, wir beiden. Und dann haben wir uns überlegt, gut, nehmen wir mal Handschellen, jeder eine Hand. Und haben uns dann die Handschellen umgelegt. Ja, und das wollen wir jetzt eine Woche durchziehen. Ach so, so als Selbsterfahrungstrip. Ja, genau. Wir sind jetzt in der 12. Klasse. Und, habt ihr denn frei im Moment? Nee, also jetzt das Wochenende über schon, aber so, dann geht ja halt ab Dienstag die Schule wieder los. Ja, dann müsst ihr euch wieder trennen. Nee, müssen wir nicht, weil wir haben die gleichen Kurse. Wir wollen später was im sozialen Bereich machen. Aber ihr könnt ja nicht mit den Handschellen in die Schule gehen. Ja doch, das können wir schon. Das könnt ihr schon? Ja. Dann werden die Lehrer sich aber wundern, wenn ihr beiden da mit Handschellen ankommt. Ja, nee, die wissen ja schon etwas länger Bescheid. Also eine Woche vorher haben wir denen schon Bescheid gesagt. Ach so, das Projekt ist bekannt. Ja, das Projekt ist bekannt. Ein Selbsterfahrungsprojekt von Daisy und Nadja. Genau. Also ihr verbringt jede Minute miteinander? Jede Minute. Ihr schlaft dann in einem Bett auch miteinander? Ja. Ihr müsst dann auch zusammen unter die Dusche gehen? Ja, das müssten wir schon eigentlich, ja. Konsequenterweise ja. Ja. Und konsequenterweise müsstet ihr auch noch was anderes machen zusammen. Nämlich auf die Toilette gehen. Also wenn schon, ne? Also wenn schon. Oder wie macht ihr das? Ja, wir machen das so. Wir haben einen Stuhl daneben gestellt und der andere nimmt sich dann halt eine Zeitung und liest dann halt währenddessen. Aber dann seid ihr aber auch ganz enge Freundinnen, was? Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange, so eigentlich schon seit dem Kindergarten. Ja. Also, da haben wir damit keine Probleme. Also dieses Experiment ist jetzt geplant für eine Woche? Genau, also bis nächste Woche Mittwoch. Seid ihr da durch den Dschungel draufgekommen? Weil da war das ja auch mal so ein Spiel, ne? Dass die sich anketten mussten, ein paar Stunden. Ja, auch, aber das ist halt, wir wollen später was im sozialen Bereich machen und da hat man ja viel mit Menschen zu tun. Und dann wollen wir einfach mal gucken, wie das ist, wenn man wirklich Menschen rund um die Uhr bei sich hat, neben sich und alles mit dem machen muss. Mhm. Warum nur eine Woche? Ja, eine Woche reicht. Das reicht dann erstmal. Dann macht ihr Urlaub voneinander. Ja, ich glaube dann ein, zwei Tage. Wollt ihr denn aus diesem Projekt irgendwas machen? Irgendwie, eine Arbeit in Soziologie, sofern ihr dieses Fach habt, schreiben oder irgendwie das auswerten? Ja, also wir haben jeden Abend unsere Kamera an und erzählen von unseren Erlebnissen so. Ja? Ja, und das stellen wir dann halt auch in der Schule vor. Ja, und was haben denn die Lehrer dazu gesagt, zu diesem Experiment? Und ja, auch die Schüler? Die waren alle begeistert davon, also die fanden das gut. Die konnten sich das zwar am Anfang nicht vorstellen, aber haben sie ja dann im Endeffekt heute Morgen gesehen, dass wir das doch durchziehen werden. Also jetzt habe ich gerade am Anfang nicht richtig mitbekommen. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Wir machen das seit gestern. Ach, seit gestern. Also eine Nacht habt ihr schon hinter euch oder wird das jetzt die erste Nacht sein? Nee, eine Nacht haben wir schon hinter uns. Und wie war das so? Man kann sich ja gar nicht richtig rumdrehen dann, man hängt ja dann ständig. Ja, dann hat man zwischendurch mal einen Arm im Gesicht und man wacht ständig auf. Scheuert das denn nicht auch am Arm, wenn man so eine Handschelle, die ist doch aus Metall, wenn man die ständig umhat? Wir haben schön Plüsch da drum. Plüsch darum, damit es weicher wird. Genau. Das ist ja lustig. Also die Grundidee war einfach so, kannst du sagen eigentlich, wie zum allerersten Mal diese Idee entstanden ist? Oder könnt ihr das sagen? Also zum allerersten Mal ist die Idee, glaube ich, vor ein, zwei Jahren so entstanden. Da wollten wir auch mal wissen, wie das ist, wenn wir jetzt wirklich jeden Tag so alles miteinander machen. Mhm. Haben es dann aber nicht gemacht und dann sind wir halt jetzt mal zum Entschluss gekommen. Ja, jetzt wäre die Zeit mal reif, jetzt können wir das ja mal machen. Verstehe. Seid ihr beide solo zurzeit? Ja. Dann geht es ja. Wenn ihr bei dir aber Freunde hättet, wäre das ja noch komplizierter. Ja, ich glaube, das wäre dann doch ziemlich kompliziert. Gibt es keine Leute im Umfeld, die sagen, Mensch, ihr habt doch ein, ihr seid nicht ganz klar? Oder ja, sagen? Ja, gibt viele, aber die kennen uns alle so, also damit haben wir auch kein Problem. Ihr seid schon eher so ein bisschen schräg drauf. Ja,
Ja, also ich finde das durchaus ein interessantes Selbsterfahrungsexperiment. Da kann man sich gut beobachten, wie man so tickt. Und ihr seid gute Freundinnen, da könnt ihr auch beobachten, ob es doch irgendwann Momente gibt, wo ihr euch auf die Nerven geht. Ja, oder wo dazu könnte ich Ihnen mal die Desiree geben. Ja, gerne. Die hat dazu bestimmt auch noch was zu sagen. Daisy. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit Nadja, ich habe die Stimmen gar nicht auseinanderhalten können, mit Nadja gesprochen. Du bist Daisy. Genau. Und ich habe gerade angesprochen, dass wenn man so lange beieinander ist und obwohl man vielleicht sehr gut befreundet ist, können da ja schon Reibungspunkte und Aggressionen entstehen. Nee, also wir sehen das eigentlich nur so als Freundschaft. Wir machen auch sehr viel Faxen zusammen und so, deswegen. Nein, wenn wir uns in einer Woche widersprechen würden, wäre es vielleicht anders. Ihr seid ja noch frisch in dem Experiment drin. Ja, aber ich glaube nicht, weil ich habe ja auch so Freunde natürlich nach Partys oder so, dass sie dann bei mir schlafen oder so. Also da würde ich nicht sagen, dass da irgendwelche Reize entstehen würden. Naja, das Krasse ist halt diese Handschelle, ne? Das, ja. Wenn man nur ja, so mit... Wir hätten uns natürlich auch in ein Seil umbinden können, aber... Ja, aber so ist das natürlich am praktischsten im Alltag auch zu leben. Obwohl, ihr könnt doch nicht mit den Handschellen dann im Schulbus fahren, oder doch? Ja, doch, warum doch? Nicht? Naja, das wird schon einiges Aufsehen erregen, glaube ich. Ja, natürlich. Ja. Also wie auch immer, wie gesagt, ich finde es interessant. Ihr könnt es auch abbrechen, wenn es euch zu sehr auf die Nerven geht, aber interessant ist es allemal. Und ihr wisst ein bisschen mehr Bescheid über euch und auch sicher ein bisschen mehr Bescheid über eure Freundschaft danach. Ja, hoffe ich. Schön, dass ihr uns das habt erzählt hier in der Sendung. Vielen Dank. Ja, danke. Also, gutes Gelingen für das Experiment. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Petra ist 51. Guten Morgen. Hallo, guten Petra. Guten Morgen, ja. Ah, Petra, um was geht's denn bei dir? Oh. Also erstmal gucke ich deine Sendung jeden Tag. Also zumindest alle 3 Wochen in der Spätschicht, wenn ich Spätschicht habe, weil ich 3 Schichten arbeite. Mhm. Was arbeitest du? In welche Schicht? Was ist das für eine Arbeit? Textilindustrie. Achso, und da kann man nebenher Fernsehen laufen lassen? Nee. Ich habe heute Spätschicht gehabt und bin so. Zu Hause. Ach so, ja. Verstehe. Also du guckst es nicht auf der Arbeit, sondern dann zu Hause? Nee, alle 3 Wochen, ja, wenn verstehe, ich zu Hause bin. Verstehe. Ne? Und das lässt mir auch nicht entgehen. Ich habe jetzt auch nicht so richtig mitgekriegt, welches dein Thema ist, aber ist irgendwie flexibel, ja? Heute haben wir eine offene Themennacht, ja. Mhm. Gut. Das geht darum, ich bin seit 2002, habe ich so eine Art Affäre. Mhm. Das ist schon lange. Bitte? Ja. Ist das schon lange? Mhm. Sehr lange, ja. Ja. Und ich liebe sie eigentlich beide, meinen Mann und diesen Mann eben. Ach, du bist auch verheiratet und hast eine Affäre nebenher ich laufen? Ich bin verheiratet, ja. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht, wie ich sagen soll, mich belastet das unheimlich. Lass mich mal erstmal fragen, damit ich weiß, wie so die Sachlage ist. Ja. Diese Affäre ist die läuft ganz geheim. Ja. Also davon gehe ich aus. Also dein Mann weiß davon nichts? Nein. Und sonst in deinem Umfeld weiß ja sonst auch niemand was von? Nee, denke ich nicht. Mhm. Ist das ein Arbeitskollege? Ja. Ja. Das ist mein Schichtführer. Ja. Und 2002 und jetzt haben wir 2008, ist ja eine lange Zeit. Ja. Wie oft siehst du den privat? Also so oft wie es geht. Also mit unseren Schichten muss das vereinbar sein. Ne? Also auf der Arbeit, das ist natürlich dann sehr praktisch. Ja. Aber trefft ihr euch denn auch schon mal privat, wenn ihr beide frei habt? Ja. Das ja, auch? Das ist es ja. So wie wir frei haben, dann sehen wir zu, dass wir uns irgendwie sehen können. Ne? Was macht ihr dann zusammen? Er ist Schichtführer bei uns in einer Firma, ist eine Textilfirma und ich bin Maschinenführer. Nee, ich meine, wenn ihr euch dann privat trefft, was macht ihr dann? Geht ihr ins Kino oder spazieren oder was macht ihr? Und Sex? Ja. Und wo, bei wem? Bei ihm. Bei ihm. Ist er denn solo? Ja. Ja. Er hat eine eigene Wohnung und wir treffen uns dann bei ihm. Und dann belügst du deinen Mann und sagst, du bist irgendwo? Nee, ich muss ihn gar nicht belügen, weil er ja nie da ist. Er ist ja nie zu Hause. Wo ist denn dein Mann? Der ist Fernfahrer, der ist ständig unterwegs. Ach so. Ja. Schläfst du denn mit deinem Mann auch noch? Also ich würde sagen, selten. Hm. Und wenn dann irgendwie aus der Situation heraus, also nur wenn es sich irgendwie mal ergibt. Ja. Aber mit diesem Mann, da schlafe ich, weil ich es will. Hast du dich denn in diese Affäre auch verliebt oder ist das reiner Sex? Sehr. Sehr? Ja. Das heißt, eigentlich könntest du dir auch vorstellen, mit dem richtig zusammenzuleben. Ja. Hast du Kinder?
Ein Sohn, aber der ist schon außer Haus. Der ist außer Haus. Ja. Dann gehe ich mal davon aus, dass eure Ehe nicht in einem besonders guten Zustand ist. Nee. Also zumindest nicht, was das Sexuelle angeht. Und sonst, wenn, gut, er ist nicht viel zu Hause, aber wenn er denn mal zu Hause ist, ist der Umgang denn noch freundlich miteinander, ja, oder? Ja, das schon. Das ist ja mein Problem. Deswegen kann ich ja irgendwie keinen Schlussstrich ziehen, ne? Mhm. Weil der ist ja irgendwo, ist er ja auch super. Mhm. Ich meine, ich kann mit ihm rumalbern, ich bin 51 Jahre, aber ich bin irgendwie in meinem Herzen irgendwie albern geblieben, ja, jung geblieben. Und daher auch der Satz gerade am Anfang, irgendwie liebe ich sie beide. Ja, ja, das ist es ja. Aber du belügst und betrügst natürlich deinen Mann jetzt, ja, seit 6 Jahren. Ja. Und das finde ich schlimm. Ja, ich weiß. Seit 6 Jahren. Und ich hätte auch schon längst irgendwo einen Schlussstrich gezogen, aber ich habe mich mal mit ihm unterhalten, mit meinem Mann. Mhm. Und er fährt LKW, ne? Er ist am Fahrer. Und er hat zu mir gesagt, wenn ich ihn verlasse, dann fährt er mit dem LKW vom nächsten Baum. Ach du liebe Zeit. Ja, und das ist das, was mich irgendwie... Verstehe. Setzt denn deine Affäre, der Mann, setzt der dich unter Druck, dass er sagt, hey, komm, trenn dich von deinem Mann, dass wir zusammenkommen? Nee, das ist ja auch das... nee. Ist der denn in dich auch verliebt? Oder ja. Ist es für, ja. Sehr. Also der würde eigentlich auch gerne mit dir zusammenleben. Ja. Aber er wir lässt... Wir mailen und also jetzt per Computer, wir mailen und doch, also ich habe mal gefragt, ich meine, ich kann das irgendwo nicht verstehen. Ich meine, wenn er denkt, ich liebe ihn, oder wenn er weiß oder er ist sich sicher, warum trenne ich mich dann nicht von meinem Mann, ne? Mhm. Mhm. Ich habe ihm dann schon mal gesagt, dass ich eben... dass er mir schon mal angekündigt hat, wenn ich mich von ihm trenne, dann fährt er vor dem nächsten Baum. Mhm. Nun sagt man sowas ja auch manchmal so dahin. Oh, ich weiß nicht. Dennoch gibt es natürlich so Fälle, wo das dann auch geschehen ist, klar. Aber das ist natürlich keine Grundlage oder kein Grund, ein so verlogenes Leben zu führen. Nee. Ich sag's jetzt mal so krass. Ja, ist ja richtig. Ich verstehe das voll und ganz und auch für dich. Für dich ist es ja auch belastend. Für dich ist es ja auch... Ja, auch, sehr. Es wär, für dich wäre es ja auch schöner, wenn du klare Verhältnisse, ja, hättest. Und ich möchte es ja auch gerne schaffen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Ja, weil du Angst hast, das auszusprechen. Ja. Ne? Das ist der Punkt. Du hast es... Nein, nicht das auszusprechen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich dann damit leben muss, wenn er wirklich irgendwo mit dem LKW vom Baum fährt oder irgendwas, ne? Da bin ich ja an seinem Tod schuld. Weißt du, was vielleicht nicht schlecht wäre, Petra, wenn du, würde dein Mann mit zu einer Eheberatung gehen? Oh Gott, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich habe manchmal das Gefühl, als wenn er denkt, dass die Ehe irgendwo in Ordnung ist. Mhm. Ne? Ich habe nur mal gefragt, ich sage, sag mal, gefällt dir das? Ich meine, wir leben hier zusammen wie Bruder und Schwester. Und was würdest du machen, wenn ich einen anderen hätte? Mhm. Da hatte ich aber diesen Mann schon. Ja, Petra, meine Idee gerade war, und ich bitte dich, das aufzulegen, wir rufen dich nämlich gleich nochmal an. Ja. Ich finde, du solltest dich auf jeden Fall beraten lassen und das gemeinsam mit einem Fachmann besprechen, wie man das macht. Leg mal bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Jo, bis dann, tschüss. Danke. In der Technik, Malte Emels. Ihr Lieben, gute Nacht, bis morgen.